und willkommen zu einem neuen Video von uns zwei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein ganz tolles Thema und zwar um Hausaufgaben. Naja, so toll ist das Thema jetzt auch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall öfter mal nicht gemacht. Und deswegen dachten wir uns, viele von euch gehen noch zur Schule, wir filmen euch einfach mal 10 Wege ab, wie ihr eure Hausaufgaben machen könnt. Aber bevor das Video losgeht, wenn ihr eine Neuigkeit auf diesem Kanal erfahren möchtet, dann schaltet doch gerne eure Benachrichtigungen an, denn auf dem Kanal wird sich ein bisschen was verändern. Oh. Aber das werden wir euch in einem späteren Video erklären. Genau, und deswegen könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Da kann es sein, dass da vielleicht schon ein bisschen früher Updates kommen, also wenn ihr nichts verpasst wollt, wie es hier zukünftig weitergeht, dann schaut auch da gerne vorbei. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, welcher Hausaufgabentyp ihr seid. Welcher warst du? Ich habe sie eigentlich immer brav gemacht. Oh, ich wusste es. Oder abgeschrieben. Ich habe ganz viel abgeschrieben. Ja. Naja, auch nicht. Aber ich habe sie eigentlich immer brav gemacht. Oh Mann, ey, du bist so ein guter Mensch. Ich bin ein gehorsamer Mensch. Ja. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß! 10 Arten, seine Hausaufgaben zu machen. Ganz brav direkt nach der Schule. Hallo Mama, ich bin wieder da von der Schule. Ach schön, mein Kind. Ja, dann fange ich gleich an mit dem Mittagessen, ne? Oh, kannst du dann noch ein bisschen warten? Ich würde gerne erst meine Hausaufgaben machen. Das ist mir wirklich wichtig. Das noch? Ja, und jetzt Aufgabe 2. So, ich glaube, das war's schon. Oh, das war ja gar nicht so viel. Jetzt habe ich den ganzen Tag Zeit für andere Dinge. Ich muss nicht mehr über meine Hausaufgaben nachdenken. Das ist so gut, wenn man die schon so früh macht. Und ich muss sagen, ist auch total easy. Hätte ruhig noch eine Aufgabe sein können. Toll. Mit Copy and Paste. So, dann wollen wir mal uns an die Hausaufgaben machen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wie war nochmal die Aufgabe? Vergleichen Sie einen Kohlenstoffkreislauf mit einem Stickstoffkreislauf. Alles klärchen. Dann wollen wir mal ab zu Wikipedia. Aha. Perfekt! Oh, da habe ich's ja. Alles klar. Ja, das klingt doch super. Klingt, als hätte ich's geschrieben, finde ich. Na gut, dann wollen wir mal kopieren und einfügen. Schön. Hausaufgaben machen ist so einfach. Ich verstehe gar nicht, warum die anderen sich da immer so ein Drama machen. Ich meine, wozu gibt's denn das Internet? Damit man sich an den Informationen bedienen kann. Jawohl. Morgens schnell vor der Schule. Es ist schon so weit. Oh nee, es ist viel zu kuschelig. Oh Gott, ich muss noch meine Hausaufgaben machen. Wie viel Uhr ist es nochmal? Ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Okay, keine Panik. Ich schaffe das. Okay, welche Seite war das nochmal? Ja, jetzt habe ich noch 10 Minuten für Mathe. Und dann habe ich noch, oh Gott, 8 Minuten für Erdkunde. Na, ob ich das schaffe? Ja, Nummer 1. Oh, keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, jetzt noch schnell den Aufsatz. Oh Gott, wie fange ich da denn nochmal an? Egal, hoffentlich kontrolliert das keiner. Okay, jetzt nur noch Mathe. 1 plus 3 Wurzel 5. Ja. Okay, geschafft. Puh, das war eine knappe Kiste, aber alle Hausaufgaben geschafft. In der Stunde abschreiben. Hey, oh, da bin ich. Hey. Du erzähl mal, hast du eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Ja, habe ich. Kann ich sie bei dir abschreiben? Na klar. Oh, ich habe sie nämlich schon wieder nicht gemacht. Oh, Bro. Oh, ich war zu lange auf TikTok. Hm. Ja. Okay, wie lange habe ich noch? Oh, 2 Minuten. Oh ja, du musst ein. Ja. Schneller, guckt schon. Okay. Staatsformen. Das ist total nett, dass du mich abschreiben lässt. Ja, aber du schrägst doch nicht vor, oder? Nein! Das wäre total ungerecht. Ja, voll. Gar nicht. TikTok ist einfach so ein guter Zeitvertrag. Was schreibt Tom da in die Klassengruppe? Habt ihr schon die Physik-Hausaufgaben gemacht? Kommen wir nicht weiter? Nein, habe ich nicht. Oh Mann, die habe ich ja schon wieder völlig vergessen. Wann haben wir denn das nächste Mal Physik? Oh Mist, morgen in den ersten beiden Stunden? Na, wann mache ich die denn dann jetzt? Ich bin ja gleich verabredet. Schon in einer halben Stunde, um genau zu sein. Ich würde sagen, ich mache sie einfach gar nicht. Draufgeschissen. So tun, als hätte man sie. So, da wollen wir jetzt langsam mal die Hausaufgaben kontrollieren. Holt die doch schon mal raus. Oh Gott, was? Wir hatten Hausaufgaben auf? Okay, die habe ich nicht gemacht. Na gut, schön unauffällig bleiben. Ja, ich hol erstmal ganz langsam meinen Ordner raus. Und jetzt blätter ich einfach ganz angestrengt hier rum. Ja, die müssen doch da irgendwo sein. Okay, dann nicht. Ich weiß doch genau, wo sie sind. Ah,
Jetzt habe ich sie. So, jetzt einen wissenden Gesichtsausdruck aufsetzen, damit man auch merkt, dass ich sie gefunden habe. Und jetzt einfach noch nicken und lächeln. Oh Mann, da bete ich mal, dass er mich nicht dran nimmt. Ah, ja, genau. Ha, das habe ich auch. So, Lena, dann trag du uns doch mal vor. Bei welcher Aufgabe sind wir nochmal? was hast du da? Sonst können ja erstmal die anderen. Ich habe die hier irgendwo. Ich glaube, ich habe mich nur in der Seite gerade vertan. Ich guck noch mal kurz. Oh Mist, ich bin aufgeflogen. Mit den Eltern. Mama! Ja, mein Schatz? Kannst du mir mal kurz mit den Mathehausaufgaben helfen? Ich verstehe die irgendwie nicht. Ach, aber selbstverständlich, mein Schätzchen. Dann lass mich doch mal gucken. Das sollte ja null Problemo sein. Ja, das ist die Formel und da muss man irgendwie, weiß nicht, das X darüber bringen. X? Also X ist doch keine Zahl, Liebling. Da musst du was falsch verstanden haben. Lass mich mal gucken. Was redest du? Ich muss mir das mal ganz kurz hier durchlesen. Hier ist auch ein A und ein C. Das ist jetzt aber auch klein geschrieben. Mama, du hast doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Doch, ich muss mich da nur kurz einlesen. Moment, ich hab's gleich. Weißt du was, um ehrlich zu sein, Mathe war eh nie so meine Stärke. Ich hol mal den Papa, ja? Muss das sein? Ja, ich glaube, es ist besser. Also nicht, dass ich es nicht könnte, aber vielleicht kann er es um... Harald! So, was ist jetzt hier schon wieder das Problem? Ich verstehe die Aufgabe nicht, Papa. Mathe schon wieder, oder was? Lass mich mal gucken, mein Kind. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Das ist doch ganz klar. Du musst das Ganze nach X umstellen. So, hier, dann nehmen wir die 3 hier runter. Zack, die 7 hier hoch. Das X musst du dann umstellen und einmal durch 2. Dann ziehst du da raus die Wurzel. Und dann hast du doch auch schon dein Ergebnis. 3221. So, wie? Ich verstehe gar nichts. Oh, Papa, kannst du mir das nicht nochmal langsam erklären? Ja, das habe ich doch gerade. So, mein Kind, komm, die nächsten kriegst du alleine hin, ja? So, ich muss jetzt zurück. Ja, zurück. Danke für nichts? So hat man Eltern. Nachts, weil man es vergessen hat. So, es ist soweit. Zeit fürs Bett. Fernseher aus. Auf Klo war ich auch nochmal. Eine Wärmflasche habe ich dabei. Licht muss natürlich noch aus. Und meine Abendkerze. Jetzt kann ich voller Frieden schlafen gehen. Ich bin aber auch müde. Und es ist schon so spät. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. So, als hätte ich irgendwas vergessen. Nein, das bilde ich mir bestimmt nur ein. Die Erdkunde-Hausaufgaben. Ich wusste, da war was. Oh nein, und das haben wir morgen in der ersten Stunde. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Was? Ich verstehe auch nur Bahnhof. Und ich bin so müde. Die Welt ist eine Kugel. Das ist den Menschen seit geraumer Zeit. Weiter geht's. Halbherzig. Mann, hab ich einen Hunger. Zeit für was zu essen. Ah, ich muss ja noch meine Hausaufgaben machen. Ach, kein Problem. Die mache ich einfach nebenbei. Nudelwasser kocht. Sehr gut. So, was muss ich hier nochmal machen? Schreiben Sie, halbe Seite. Ach, da reichen doch 3 Sätze. Ich schreibe einfach ein bisschen größer. Das fällt doch nicht auf. Moment, ich muss jetzt hier erstmal noch kurz weiterschneiden. So. So, jetzt noch Mathe. Oh, die Gleichung, ja, genau, die Gleichung war das. Puh, macht das schon? Okay, habe ich alles? Wie viele Aufgaben sollten wir eigentlich machen? War das Aufgabe 1 bis 13? Oh, ich habe nur 1 bis 3. Ach, egal. Der Wille war da. Das wird schon reichen. Das Nudelwasser. Als Aladdin. Ja, so. Nee, da fange ich jetzt nicht nochmal an. Das ist ja voll anstrengend. Das lasse ich einfach über der Heizung trocknen. Ja, das ist eine gute Idee. Das passt schon. Da gucken die Lehrer ja auch nicht so drauf. Ja, also, um ehrlich zu sein, meine Hausaufgaben habe ich auch schon mal ordentlicher gemacht. Egal. Zusammen mit den besten Freunden. Sorry für die Verspätung. Da bist du ja. Ja. Ich check einfach gar nicht. Hast du schon angefangen, oder was? Ich hab's versucht. Oh, ich hab gar keine Lust. Welche Aufgaben waren das nochmal? 2, 3, 4 und 6. Ja. Okay, also die Replikation beginnt mit der Entwindung des DNA-Doppelstrangs. Was? Das war nochmal ein Molekül. Vielleicht sollten wir mal googeln? Okay, fragen wir Google. Was? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh mein Gott, ich check einfach nicht. Ich auch nicht, ey. Okay, wollen wir vielleicht Fernsehen gucken? Na gut. Ach, okay, wir haben es versucht. Ja. Outtakes. So, was ist jetzt denn hier schon wieder? Ja. So, was ist denn jetzt hier schon wieder? Oh, die Scheiße.
Guck dir nicht in der Kamera an. Okay, scheiße. Ja. So, was ist denn jetzt hier schon wieder dein Problem? Du musst mir nicht helfen, wenn du nicht willst. Was hast du mich denn? Blöde Kuh. Okay, warte. Hier das einfach. Ich verstehe das nicht. Okay. It's over. It's over and out, Freunde. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Wir grüßen natürlich wieder ein paar von Leute von euch. Übrigens, kurze Info, es schneit hier gerade in Hamburg. Das ist total aufregend. Ja. Das ist das erste Mal Schnee, das ist dieses Jahr. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr. Aber das Problem ist, der Schnee bleibt nicht liegen, Freunde. Nee, leider nicht. So, als erstes grüßen wir die Annika B. an dich. Ganz liebe Grüße und Ding Bussi. Liebe Grüße. Dann gehen Shoutouts raus an Johanna Heike. Auch an dich ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Und als letztes gehen Grüße raus an Anastasia. Auch an dich ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr im nächsten Video mit in der Auswahl für die Shoutouts sein wollt, kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag Team Leo und Steph. Aber wie gesagt, seid nicht traurig, falls das nicht funktioniert, weil es ist immer zufällig. Es kann sein, dass Leute mehrfach gegrüßt werden. Es kann sein, dass Leute nie gegrüßt werden. Ja. Leute, das Leben ist hart und gerecht. Ja. Ist gerecht. Aber nehmt es nicht persönlich, wollte ich damit nur sagen. Nein. Und jetzt gehe ich raus in den Schneespiegel. Viel Spaß. Ja, ich komm mit. Cool. Also, tschüssi. Tschüssi, Kowski, Chiseldorf.